dem Platz. Hey, es geht um. Ja, Thomas, ha? Thomas, mhm. Wie fängt es an? Wie es anfängt, weiß keiner so genau. Doch im Grunde sucht jeder Mann eine Frau. Wobei so mancher Mann besser mit Männern kann. Und so manche Frau lässt lieber Frauen ran. Aber abgesehen davon läuft das meiste hetero. Wobei manch einer macht doch gerne mal so und so. Manch einer muss allein seine Frau sein Mann stehen. Was immer noch besser ist, als sich an jemanden zu vergehen. Doch, zurück zum Thema. Es geht um eine Frau, um die Beziehung der Geschlechter und um den GV. Um alles, was sie immer schon hierüber wissen wollten. Und um alles, was sie besser nicht hierüber fragen sollten. Es geht hier um ein Thema, das jeden interessiert. Es macht das Leben angenehm und irre kompliziert. Ich kann es nicht verleugnen und ich will es nicht bestreiten. Es geht hier um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft, oh ja. Es geht hier immer noch nur um. Genau. Ja, aber auf wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, es ging um Leute, die sich gegenseitig lieben und Sex. Auch wenn das komisch klingt und dem, was die Thematik eben noch so mit sich bringt. Ob ekstatisch und moralisch oder nymphomanisch. Beziehungen machen das Leben dramatisch und dynamisch. Ich bringe es auf den Punkt, denn die Sache hat zwei Seiten, weil Mann und Frau sich nicht nur geschlechtlich unterscheiden. Zum Beispiel gibt es Frauen, die sind sehr feminin, lieben dann platonisch ihn und maskulin ist das anders anzusehen. Wenn es um Frauen geht, werden Männer schizophren mit dem Kopf, wenn sie nur eine mit der Hose alle haben. Das wird zum Problem, Mann, da liegt der Hund begraben. Geht's um große Dinge oder um Kleinigkeiten oder um den Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft. Jede Frau hat sowas gern. Du sagst das nicht nur, weil wir Körperflüssigkeiten ausgetauscht haben. Es gibt die sexuelle Attraktion, die hatten wir ja schon, doch über wahre Liebe verliert niemand einen Ton. Es scheint, als wollten sich die Leute viel lieber hassen. Und wenn schon lieben, dann lieber lieben lassen. Wer Gefühle investiert, Beziehungen probiert, hat meistens schon von Anfang an Angst, dass er verliert. Und diese Angst führt dazu, die Liebe skeptisch zu sehen. Wir wissen ja genau, wie solche Sachen ausgehen. Wir wissen nichts. Und alles ist erlaubt, solange es beiden gefällt und nicht dem einen nur die Zeit raubt. Die Leute machen sich hier oben zu schwer und deshalb geht bei ihnen auf die Dauer unten nichts mehr. Doch wenn die Säfte oben fließen, dann gilt es zu genießen. Dann gilt es sich zu öffnen, anstatt sich zu verschließen. Es geht hier um die seelischen Streicheleinheiten durch den Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Ich geb dir meinen Saft, gib du mir deinen. Gib mir deinen Saft. Fantastisch. Wir waren doch alle schon mal jung und wir haben schon viel probiert. Und dann kommt schon mal vor, dass was Verheerendes passiert. Ich mein, verheerend oder nicht ist ohnehin sehr relativ. Im Endeffekt ist jede Erfahrung positiv. So wie bei der Frau, die alleinstehend ist, die den ganzen Spaß einer Zweisamkeit vermisst. Und dann weiß sie nicht wohin, dann will sie nichts verpassen. Und in diesem Sinn geht sie aus, die Sau rauslassen. Ihm geht es genauso, denn er ist im Single-Frusten auf. Ihr wisst schon, was ich meine, hat er ganz bewusst große Lust. Mit oder ohne interessiert sie nicht die Bohne. Sie sind Sklaven ihrer eigenen Hormone. Der nächste Tag, sie sind wach, der Geist ist wieder klar. Und auch die Erkenntnis, dass es nur was Körperliches war. Es war nur optischer Reiz von Oberflächlichkeiten und außerdem der Austausch von Körperflüssigkeiten. Gib mir deinen Saft.